Jo, was geht ab, Leute? Euer Pexwell am Start und ich bin heute hier mit der 28. Folge. Es müllert wieder am Stil, auf jeden Fall in meiner letzten Folge. Toni Kroos verbessert, beziehungsweise wir haben Toni Kroos bekommen. Da freue ich mich schon drauf, hier mit Toni Kroos ein paar Longshots abzulassen, weil er ist ja bekanntlich ein Longshot-Taker. Auf jeden Fall, ja, wird es, denke ich mal, in dieser Folge etwas schwierig, ein paar Spieler zu verbessern oder halt wenigstens einen Spieler zu verbessern. Ich denke mal, das kriegen wir nicht hin, weil unser Coin-Zählerstand ist jetzt bei 950 Coins, Pi mal Daumen. Auf jeden Fall, ja, bekommen wir halt pro Müllers Tor 500 Münzen extra dazu und von den jeden anderen Spielern halt 250 Münzen dazu. Das ist ja meine neue Regel, die ab letzter Folge gilt. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder beim ersten Online-Gegner. Heute gibt es zwei Spiele. So, da haben wir unseren ersten Online-Gegner gefunden, wie natürlich in unserem Bayern-Trikot. Er spielt Viererkette auf jeden Fall. Fünferkette hätte ich weggemacht, weil gegen Fünferketten zu spielen ist einfach ein Krampf, meine lieben Freunde. Hier hat er ein Bundesliga-Team. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber wie sie nicht 4-1-2-1-2 spielte, hätte Perisic und Błażejkowski eine 9er Chemie und hätte somit eine 100er Chemie, weiß ich nicht. Wir können ihn leider nicht fragen, eigentlich können wir ihn doch fragen, aber machen wir nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder bei der ersten Szene. So, jetzt hier unser erster Angriff, Thomas Müller. Thomas Müller wird umgegrätscht und er ist verletzt, Thomas Müller ist verletzt, das kann nicht sein. Aber ich hoffe mal, dass ich ihn nicht auswechseln muss. Das ist, glaube ich, nur offline so immer. Dass wenn einer verletzt ist, dass man ihn automatisch auswechseln muss. Aber bei Ultimate Team ist das, glaube ich, nicht so. Nee. Und guten Freistoß haben wir noch bekommen. Oh, Toni Kroos haben wir noch, fällt mir gerade ein. Nicht Podolski. Toni Kroos, Kroos. Natürlich wird Kroos schießen. Es wäre jetzt so geil, wenn wir ihn treffen, Leute. Es wäre jetzt so herrlich, wenn wir ihn treffen. Toni Kroos macht einen Freistoßtor, Mann. Toni Kroos macht hier in der sechsten Spielminute ein schönes Freistoßtor. Richtig nice, Leute. Hat sich der Einkauf schon mal gelohnt. Dann kickt er hier noch die Eckfahne weg und lässt sich feiern. Sechste Spielminute, 1-0 für uns. Torschütze ist Toni Kroos. Neuer Spielstand, wie gesagt, 1-0. Jetzt hat unser Gegner hier eine Ecke. Achte Spielminute, 2 Minuten später nach dem Treffer. Auf Huntelaar das Ding aus 1-1. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass der einfach köpft und ein Tor macht. Wer war denn das da? Per Mertesacker gegen Huntelaar und Per Mertesacker verliert. Der ist ja schon 2,50 Meter groß. Ne, 2,3 Meter oder sowas. Aber trotzdem. Klaas-Jan Huntelaar köpft das Ding einfach hier 1-1. Neuer Spielstand. Mann. Eigentlich, ja, kann man das Spiel auch resetten. 0-0 ist das gleiche. Wie gesagt, neuer Spielstand war trotzdem hier 1-1. So, jetzt hier. Weiter auf Thomas Müller. Mach ihn. Thomas Müller. Jawohl, Mann. Es müllert wieder hier in der 13. Spielminute. Jawohl, Mann. Nach dem 1-1 habe ich mir gedacht, da muss ich einfach was machen hier. Und Thomas Müller, unser Kapi, unser Held der Serie, macht hier das 2-1. Richtig nice. Okay, ein bisschen Luck hatten wir dabei gehabt, dass Thomas Müller jetzt zum zweiten Mal rankommt an den Ball. Aber trotzdem, Glück braucht man in FIFA und da hatten wir es. Und das würde ich mal sagen, 2-1. Spielstand. Jetzt hier auf Gündogan. Gündogan macht er das 3-1. Er macht das 3-1 in der 34. Spielminute. Und da bricht der Gegner ab. Mann, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass der erste Gegner hier schon wieder abbricht nach 30 Minuten. Ja, was soll man machen hier? Wir bekommen das erste Tor. Wer hat das erste Tor gemacht? Ach, Toni Kroos mit dem Freistoß. Stimmt, das heißt, wir bekommen schon 1000 Münzen extra, weil Müller hat eins gemacht und zwei andere Spieler. 250 plus 250 sind 500, 500 plus 500 sind 1000. Mal schauen, wie viel Münzen wir beim ersten Spiel bekommen. 291, das heißt, wir bekommen hier schon 1291 Münzen für das erste Spiel, das ist schon mal richtig nice. Auf jeden Fall sehen wir uns beim zweiten Online-Gegner wieder. So, da haben wir unseren zweiten Online-Gegner gefunden. Wir möchten in unserem Bayern-Trikot spielen, aber der will anscheinend hier mit seinem Arsenal-Trikot spielen. Deswegen müssen wir mit unserem, ja, Deutschland-klassisches Trikot spielen. Wieso drückt er jetzt nicht weiter? Jetzt drückt er weiter und er hat ein Ibra. Ein Ibra und ein Tevez in Form. Und irgend so einen Schweden Silber in Form. Also es sieht richtig nice aus, das Hybrid hier mit Slalanese. Ha. Das wird spannend. So, jetzt hier weiter auf Thomas Müller. Gegen Chiellini. Und es gibt einen Freistoß, Leute. Es gibt einen Freistoß. Und wir müssen ja, wer Freistoße schießen kann. Einmal Lukas Podolski. Aber dann haben wir noch einen besseren, nämlich Toni Kroos. Toni Kroos, komm, schieß ihn rein. Toni Kroos macht das zweite Freistoßtor im zweiten Online-Spiel, Mann. Junge, nee, ist das nice, Mann. Ist das nice, schon wieder so früh in der Partie, das 1-0.
Und wieder durch Monikurs, wieder durch den Freistoß. Was ist denn das hier, Leute? Aber mir soll es nicht stören. Ich finde es richtig nice hier, dass Toni Kroos bei Freistoßtore macht. Und ich meine, würde ich mal sagen, neuer Spielstand 1:0. Oh, oh, Tor. Ja, wenn Ibra vorm Tor steht, macht er jedes Ding rein. Und da ist das 1:1. Yeah, 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 yeah. Okay, nicht gar nicht, ja. Das war kacke. Nämlich, den hast du halt da verteidigen können, aber ja, okay. 1:1, neuer Spielstand. Jetzt aber nochmal, weiter auf Khedira. Khedira, komm. Auf Müller. Müller mit dem Abschluss. Müller mit dem Tor. Richtig nice rausgespielt. Du, ein schöner Pass von Sammy Khedira wenigstens. Aber trotzdem. Leute, das ist ein richtiges Krimi-Spiel, ja. Das ist ein richtiges Krimi-Spiel. Sammy Khedira setzt sich dadurch, passt in die Mitte und Thomas Müller mit links, rechts unten in die Ecke. Richtig nice Tor hier. Und ist auch nice für unseren Coinzähler. Neuer Spielstand 2:1. Groß und da hinten ist alles frei. Da hinten. Da hinten ist alles frei. Gündogan, legen wir nochmal ab auf Khedira. Khedira und wir bekommen Freistoß, Mann. Wir bekommen einen Freistoß. Toni Kroos. Toni Kroos. Oder Podolski. Aber ich denke mal eher. Okay. Könnte man besser eigentlich mit dem Linksfuß machen, aber. Denk mal, ich lasse lieber Toni Kroos schießen. Toni Kroos, komm. Hau ihn rein. Hau ihn rein. Das ist eine leichte Vorentscheidung, denn. Eine leichte Vorentscheidung durch Toni Kroos, Leute. Wir haben 3 Freistöße. Dreimal schießt Toni Kroos. Und dreimal trifft Toni Kroos. Der ist sowas von herrlich für Freistöße, Mann. Der ist zu geil. Das ist ein Gott. Toni Kroos ist ein Fußballgott. Ganz klar. Hier nochmal der geile Freistoß. Zack. 3 Freistoßtore, Mann. 3 Freistoßtore in einer Folge. Nice. Neuer Spielstand 3:1. Hoffentlich kein Abseits. Hoffentlich kein Abseits. Das war kein Abseits. Aber Müller verliert den Ball. So, jetzt hier Podolski. Gündogan. Müller. Thomas Müller, mach ihn. Thomas Müller macht sein zweites Ding hier in der, ja, in was für einer, in der 42. Spielminute. 4:1, neuer Spielstand, hat er eigentlich jetzt schon wieder 10 weitere Tore gemacht. In der letzten Folge hat er 68 im ersten Spiel, ja. Er hat schon wieder über sich 70 Tore gemacht, das heißt am Ende dieser Folge gibt es ein Gold Premium Pack, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall, es ist richtig nice hier, dass wir jetzt schon 1500 Münzen extra bekommen, Münzenboost. Ja, weil alle 4 Tore gemacht haben, 2 Müller und 2 andere Spieler. Das heißt, 1500 Münzen extra, neuer Spielstand 4:1. So, jetzt hier nächster Angriff, Thomas Müller. In die Mitte auf Groß. Leute, ich könnte wetten, wenn wir das 5:1 machen, bricht der Gegner ab. Gündogan. Gündogan macht hier das 5:1. Richtig nice, hier 55 Minuten. Unser 5. Tor. Hier Kai. Gündogan. Neuer Spielstand 2:1. Ja, Mann. Schöner Pass da von Toni Groß und ja. Ilkay Gündogan verwertet das Ding hier. Wie war das? War es getunnelt? Ne, war ganz normal reingeschossen. 5:1. Neuer Spielstand, wie schon eben gesagt. Schön von Thomas Müller vorbeigegangen. Schafft das auch an Chiellini. Ja, 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 ja. Jawohl, 6:1. Neuer Spielstand hier. Und wieder Torschütze ist dieser schöne Thomas Müller da. Komm, hau die Eckfahne weg. Boots, Junge, Thomas Müller. Neuer Spielstand 6:1 nach 62 Minuten, Leute. Wo soll es denn hier noch hingehen? Schaffen wir es zweistellig? Wer weiß? Nein. Ja, klar. Ist vollkommen klar. Matuidi. Ja, er schmeißt sich da mit ins Tor. Ja, okay. Juckt mich eh nicht. 6:2. Ja. Kommt eh nicht mehr ran, der Gegner. Hier nochmal Matuidi. Okay, hat er weitergedrückt. Okay, 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 okay. Hört jetzt nochmal weiter hier auf Ilkay Gündogan. Der ist verletzt. Das geht doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Das wäre garantiert ein Tor gewesen. Jetzt unser Gegner hier nochmal mit Ibra. Ibra skillt sich hier durch, aber Per Mertesacker ist zur Stille. Und da ist es auch vorbei. Da haben wir 6:2 gewonnen hier. Sehr nice. Das zweite Spiel haben wir auch gewonnen. Also wer kann uns hier aufhalten? Ich möchte auch nicht so eine große Fresse haben. Nächste Folge verlieren wir bestimmt verschweidigt wieder. Ah. Naja, auf jeden Fall schaue ich mal, wie viele Münzen wir bekommen. 6 Tore, wie viel hat Müller gemacht davon? Muss ich auch nochmal nachschauen. Wegen den Münzenboost. Müller. Und das andere habe ich nicht mehr gesehen. Komm, drück weiter, Gegner. Thomas Müller hat 3 Tore gemacht. 3 Tore hat Thomas Müller gemacht, also 1500 plus 750. Das heißt 2250 Münzenboost hier schon mal für dieses Spiel. Und dann bekommen wir noch die Münzen, nämlich 623. Dann würde ich mal sagen, Coinszähler.
Ja, Leute, durch den Münzenboost und etc. haben wir jetzt 5110 Münzen zur Verfügung. Ich denke mal, da bekommen wir eh keinen Spieler für. Oder halt eine Verbesserung bekommen wir halt nicht für. Deswegen spare ich mir lieber die Münzen an, dass wir in der nächsten Folge eventuell Schilder kaufen können. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, welchen Spieler wir noch kaufen können. Auf jeden Fall gibt es ja noch das hier das Müller-Pack, weil Müller hat 70 Tore jetzt erreicht. Und ich werde die Serie beenden bei 100 Toren. Haben ja die meisten in den Kommentaren beschrieben, dass ich bei 100 Toren aufhören soll. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt hier noch das Belohnungspack von Müller mit Eden Hazard drauf. Und im Pack haben wir nur Kacke, Fabianski, Michu. Man hat immer nur Scheiße in den Packs hier. Beinheilung behalten wir noch und den Rest legen wir ab. Nicht behalten wir, legen wir ab. Auf jeden Fall war es dann schon wieder mit der 28. Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, neues Mikrofon. Habe ich gar nicht angesprochen, auf jeden Fall. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, euer Pexwayer. Tschüssikowski. Ciao.